Der Klassiker, den du mit Waldmeister machen kannst, ist zwar die Maibohle, bei uns ist der aber oft im April schon so weit, dass man ihn pflücken kann. Du siehst hier, alles ist saftig grün und es zeigen sich sogar schon erste Blütenknospen. Manche Leute sagen, man könnte den nicht mehr verwenden, wenn er einmal aufgeblüht ist. Das stimmt aber meiner Meinung nach nicht. Ich hab's ausprobiert, der war noch genauso lecker und geschmacksintensiv. Wir machen aus Waldmeister sehr gerne auch Sirup. Ich zeig dir hier, wie das geht, das ist nämlich ganz leicht. Du brauchst dafür 2 Kilo Zucker, 2 Liter Wasser, wenn du möchtest, 2 unbehandelte Zitronen. Ich lasse die hier mal weg, aber wenn dir das besser schmeckt, die kommen in Scheiben geschnitten da rein, während der zieht. Und natürlich eine große Schüssel frisch gepflückten Waldmeister. Das Wasser und den Zucker verrührst du miteinander und kochst es auf und lässt es danach abkühlen. Wenn es nur noch lauwarm ist, gießt du das über den Waldmeister in die Schüssel, deckst das Ganze zu und lässt es 2 bis 3 Tage ziehen. Danach sieht der Waldmeister schon ganz anders aus, der ist so leicht bräunlich geworden. Das ist aber nicht weiter schlimm und ganz normal. Die Blätter kannst du mit einem Schöpflöffel rausnehmen und die paar Blättchen, die noch darin sind, fängst du auf, wenn du die Flüssigkeit durch ein Handtuch in den Topf gießt. Den brauchst du nämlich jetzt gleich, das Ganze wird nochmal kurz aufgekocht. Bevor du das machst, beziehungsweise während der Sirup heiß wird, kannst du schon mal die Flaschen vorbereiten. Ich nehme meistens solche kleinen Plöppdeckelflaschen, die lassen sich sehr schön verschließen und alles, was da drin ist, hält sich sehr lange. Damit ich die benutzen kann, werden die aber erstmal mit kochend heißem Wasser ausgespült. Ich gieße das Wasser zunächst über die Verschlüsse und in die Flaschenhälse, damit dort garantiert nichts mehr ist, lasse die Flaschen danach voll Wasser laufen und lasse das ein bisschen stehen, damit die Flaschen ganz heiß sind. Währenddessen blubbert unser Waldmeister-Sirup schön vor sich hin und er wird dann ein ganz kleines bisschen dickflüssig. Dann kannst du den durch einen Trichter in diese Flaschen gießen, machst die sofort zu und legst sie erstmal zum Auskühlen hin. Manche Leute sagen, das braucht man nicht, aber ich mache das immer, damit die ganz heiße Flüssigkeit auch nochmal von innen an den Verschluss und den Flaschenhals kommt, damit sich dort ganz sicher keine Keime festsetzen können. Wenn er abgekühlt ist, kannst du ihn gleich benutzen. Und zwar zu allem Möglichen, der schmeckt. In Sprudelwasser, in Sekt sehr schön, zum Nachtisch, über Eis, was du magst. Probier's einfach aus. Viel Spaß damit!